Hey Pieps, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Fever. Im Hintergrund sehen wir uns gerade, also sehen wir gerade, wie uns diese 39 uns auf der Brücke treffen. Während hier gerade ein Scania weggefahren sind, für alle, die sich fragen, wo wir gerade sind. Vielleicht kommt euch das kleine Häuschen hier bekannt vor mit dem Bahnhof davor. Wir finden uns gerade in der Nähe von Rattingen. Und ich habe in der Zwischenzeit mal ein paar Jahre wieder simuliert. Ich habe den einen oder anderen Zug geupgradet. So zum Beispiel hier die Güterzüge, die hier lang fahren. Sind bisher nur zwei, also im Moment, aber. Das sind unsere amerikanischen Noks tatsächlich. Die aus der Distanz hier wir so ein bisschen dieses farbliche, bläuliche Schimmern haben. Aber vom Nahen her sehen sie dann doch einwandfrei aus, eigentlich schon wie die Big Boy auch tatsächlich. Und ich wollte euch eigentlich mal nur diesen Sound hier geben, weil ich habe noch eine andere Sache gemacht tatsächlich. So viel erstmal nur zu diesem Zug. Nur, dass ihr das mal gehört habt. Das andere Modell fährt übrigens hier, was einen aus dem Microsoft Train Simulator vielleicht bekannt kommen könnte. Mit der orangenen Lok. Ich habe dann noch. Muss hier ganz kurz wieder an Hastach vorbei. Vielleicht sehen wir es hier gerade. Sind wir gerade richtig. Wobei in den Hastach habe ich auch was gemacht. Ihr seht hier, hier und hier Güterbahnhöfe. Ich habe mal die. Ich habe hier mal die Cargo-Nutzen-Kette sich angemacht und dann sieht man, wie hier die, das Cargo transportiert wird, also die Fracht, und die sind da ziemlich langsam dahin und ziemlich langsam hierhin. Deswegen habe ich einfach da und da einen Tunnel gebaut. Einige gehen hierhin, einige gehen hier automatisch weiter, aber das soll uns jetzt nicht stören. Tatsächlich habe ich noch, während der Zug gleich warten muss, sehen wir, ich habe neue Züge freigeschaltet. Unter anderem diesen schönen Zug hier in Doppeltraktion. Der fährt jetzt auf der Strecke von Haslach über Weimar nach Neukirchen. Also, um genau zu sein, auf diesem Gleis. Einmal hier hoch. Bis hierhin. Soweit die Strecke jetzt dieses Zuges. Die eine Strecke habe ich natürlich dementsprechend aufgelöst. Und dann, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, habe ich noch irgendwas gemacht? Zug 14, der wartet hier gerade auf freie... Warum? Okay, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe ja... eben, warte, der muss umdrehen, der muss nach Netfen fahren. Deswegen steht er hier oben nämlich, der muss nach Netfen fahren. Der andere Zug ist da unten hier reingefahren. Ich habe hier ein drittes Gleis hinzugefügt und dazu muss ich den Bahnhof abreißen, denn hier wollen wir nämlich weitermachen, tatsächlich in der Folge. Dazu muss ich aber auch diese Linie hier umflügen. Und zwar fährt er nämlich die Strecke hier nicht mehr von Haslach nach Rottenburg, sondern die fährt von Amöneburg nach Rottenburg. Ich habe gerade überlegt, welchen von den beiden wollte ich anschließen. Amöneburg war es. Der fährt von Amöneburg nach Rottenburg, der Zug. Dann jetzt gleich in Zukunft. Also so ziemlich gleich, weil hier haben wir schon ein ordentliches Alter. Die anderen Züge sollte ich auch mal setzen. Deswegen wollte ich das machen. Ich habe dementsprechend auch schon hier, weil es hier halt eine deutliche mehr Benutzung gibt, hier deutlich mehr Signale hinzugefügt. Ich habe die Standsignale. Endlich. Juhu. Das heißt, die können wir jetzt auch verwenden. Und sind dann dementsprechend zumindest da nicht mehr auf Signalbrücken angewiesen. Und jetzt ist eigentlich nur noch die Frage, neben, dass ich die Strecken hier erweitern wollte. Dazu brauchen wir erstmal die aus... Die S3 brauchen wir zuerst mal. Da muss nämlich nach Rottenburg, Netfen. Das wäre dementsprechend Haslach. Gleis 2 geht's raus und dann würde der ganze Spaß hier nach Amöneburg gehen. Auf dem Rückweg natürlich, dann wieder über Haslach und Gleis 1. Ja, so müsste richtig sein. Genau, das ist jetzt hier die neue Strecke. Und ich wollte jetzt einfach mitnehmen, nicht, dass ich jetzt ganz mich off-camera mache und dann eigentlich nur damit ihr ein bisschen dabei seid, damit ihr mal wisst hier, was hier gerade so ich so in der letzten Zeit hier gemacht habe. Deswegen ist S3 von Mühlenburg nach Haslach. Und dementsprechend müssen wir noch eine neue Strecke bauen, weil der Zug von Worth nach Haslach, der wird nämlich noch über Pößneck fahren. Also bis Pößneck, um genau zu sein.
Eigentlich könnte ich dann hoch nach Manderscheid. Den kennen wir einmal so lang, einmal so. Nee, 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 nee. Haben wir in Kamp-Lintfort noch ein freies Gleis? Wir können so ein freies Gleis machen. Ungerne würde ich hier ein drittes Gleis hinzufügen, weil ich finde das hier so schön. Hat schönes kleines Ambiente. Also bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als hier die Gleise mal mehrfach zu benutzen. Dazu muss erstmal dieses Signal hier weg, denn hier will ich raus. Hier haben wir nämlich gerade eine schöne X-Weiche, dann will ich an dieser Stelle hier raus. Den ganz normalen Zug. Das hier würde ich jetzt übrigens gerade nicht geplant, sondern das ist jetzt tatsächlich gerade kurz entschlossen gewesen, dass ich einfach diesen Abschnitt hier der Strecke hinzufüge. So, hier haben wir einen Tunnel. Ja, was auch sonst. Und dann einfach ein Gleis daneben, setzen wir ein Gleis daneben, dann bauen wir das einmal bis hier. Müssen wir mal gucken. Ja, hier ist die Weiche schon zu lang. Also, dass hier noch mit ordentlich Geschwindigkeit reinkommen. Das gleiche, da ist auch schon wieder zu lang. Hier haben wir Kollision. Nehmen wir es mal so mit 100, das passt schon. Wir fahren ja sowieso nicht rein auf den Gleis, sondern raus. Da dürften wir die 100 km/h noch nicht drauf haben. So, jetzt brauchen wir neue Bahnhöfe. Ich müsste eigentlich zumindest einen neuen Bahnhof, genau hier, einen Regionalbahnhof, habe ich tatsächlich noch aus dem Workshop mal geholt vor geraumer Zeit. Und ansonsten habe ich keine neuen. Okay. Dieser Bahnhof, den könnte man nach Pößneck tatsächlich bauen. Der wäre hier nämlich neu. 160 Meter ist hier, glaube ich, auch 160 hier unten. Also können die sowieso nicht länger sein. Genau. Machen wir erstmal einen kleinen Bahnhof in Pößneck hin. Der wird dann hier oben stehen. Hier bietet sich es gerade so schön an. Ich habe übrigens ja eine ganze Menge Geld gemacht in der Zeit. Kann ich euch übrigens kurz zeigen hier. Ganze Menge Geld. Schulden sind zurückgezahlt. Jetzt, ich wollte ihn gar nicht dreigleisig bauen, Mensch. Jetzt verquasse ich mich hier schon wieder. So, Regionalbahnhof, zwei Gleise. Mehr nicht. Bahnwalde, nicht ganz, Pößneck. Die will ich erstmal aus Performancegründen wegnehmen an dieser Stelle. Dann müssen wir gleich noch den Bahnhof hier mitnehmen. Der sollte nämlich dann hier oben in Wörth stehen. Die Strecke werden wir übrigens benutzen. Ja, ich würde nur diesen Streckenabschnitt hier nicht mehr nehmen. Weil ich kann hier nicht den Zug da schlecht, ich kann ihn da schlecht wenden lassen. Und so, dass er hier nämlich wieder rausfährt. Deswegen hier einfach noch ein ganz normaler Regionalbahnhof an dieser Stelle. Dann müssen wir auch dann gleich einmal noch, also nicht gleich, sondern dann in den nächsten Folgen Regio, also hier Busse und Trams hier fahren lassen. Habe ich hier zufällig. Das sind auch auf der richtigen Gleise hier. Richtigen Seite. Ich habe den Tram XL Station, aber die passt hier nicht rein. Sehe ich gerade, dass ich die neue habe. Die passt hier natürlich nicht hin auf dieser Seite. Also in diese Seite gebogen. Diese Seite auch nicht. Okay, der hier müsste ich abreißen. Tut mir leid, ihr müsst jetzt woanders hinziehen. Ich meine, die Hastach haben es auch überlebt. Und die hatten deutlich schlimmere Probleme. Tatsächlich, weil ich da deutlich mehr weggenommen habe. Als nur zwei Häuser. Das Ganze ein bisschen noch einarbeiten in die Natur. Auch hier im Bahnhof noch ein bisschen zusammensetzen, dass hier die Lücke ein bisschen ausgefüllt ist. So. Das heißt, wir können jetzt an dieser Stelle tatsächlich an das alte Gleis ran. Dadurch brauchen wir dafür diese beiden Gleise hier. Einmal dieses und einmal dieses. Dass sie eben auch wenn mit Max Geschwindigkeit wieder rauskommen können, wenn sie dann wollen würden. Wenn sie dann können. Können sie ja nicht. Also wahrscheinlich nicht. So, den kann ich bauen, den kann ich auch bauen. Ich würde es eigentlich fast schon freuen, wenn ich noch eine Mitfahrt machen könnte, aber ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht mehr. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal nicht. Also kommen jetzt nicht auf eine Mitfahrt, sondern wir bauen heute die Strecke, machen dann nächste Folge Mitfahrt, ja, nehme schon mal die Spannung raus. Wir machen heute keine Mitfahrt. Die Katze kann ich schon mal aus dem Sack lassen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie in das Gleis reinkommen. Und ich muss dazu gleichzeitig noch diesen alten Streckenabschnitt hier entfernen. Der fährt in irgendein. Nee, warte.
Ich will dir nochmal auf die Linien zufügen. Welche ist denn das hier? Hasloch Worth? So, die gibt's nämlich noch die Funktion, dass ich die bei Ankunft verkaufen kann. Da sind jetzt beide weg. Tut mir leid, Hasloch Worth, die lösen wir jetzt schon mal auf die Strecke, weil ich brauche nämlich den Platz. Der Zug muss dann nämlich weg. Ich muss nämlich schon mal mindestens dieses Gleis hier frei haben. Damit ich zumindest eins der beiden Gleise hier einsetzen kann. Passt auch exakt mit 120 an die Stelle. So, jetzt muss ich noch... Wobei, ich kann mal ganz kurz stoppen. Die Zeit. Dann... Jetzt nur dieses Gleis hier gleich daneben. Wir haben natürlich jetzt noch kein Depot, aber das macht nichts. So, die Strecke kommt jetzt hier einfach rein. Genauso wie die hier einfach mehr oder weniger einfach reinkommt in die Strecke. Dann bauen wir hier nochmal ein Gleis rüber. Ein Gleis rüber. So, die Weiche hier ist jetzt. Ne, die ist jetzt in Ordnung. Hervorragend. So, damit haben wir uns diesen Streckenbauabschnitt hier nämlich gespart. Jetzt müssen wir nur noch von hier. Nehmen wir auch gleich dieses Gleis als erstes nach Pößneck. Wir gehen hier. Wir müssen auf die Brücke. Wir gehen nicht nur auf die Brücke, wir müssen hier auf die Brücke. Komme ich hier schon so mit der Brücke drüber? Nein. Ich muss die Brücke bis hier vorne, glaube ich, hochgezogen haben. Kommt das hin? Nehmen wir diese schöne Brücke, weil ich die ja nicht so oft genommen habe. Und dann kann ich eigentlich schon an dieser Seite hier wieder runterfahren. Aber nur langsam, damit das hier ein kleiner Bogen drin ist. Muss jetzt noch gucken, dass wir irgendwie noch ein bisschen Brücke... So. Und jetzt können wir wieder aufschütten, den Rest. Weil ich wollte einfach nur, dass die Brücke hier so ein bisschen ungefähr gleich lang ist. Die ist ja jetzt auch etwas krumm und schief, aber... Das stört uns ja nicht weiter. Doch, das können wir hier so dran bauen. Das ist schon in Ordnung. Dann ziehen wir jetzt einfach das hier durch. Das Gleis. Dann juckt es mir oberhalb der Lippe. Müssen wir irgendwie gucken, dass wir jetzt mit einer vernünftigen Kurve hier reinkommen. Das müsste okay sein. Passt. Dann, ne, eine Brücke will ich ja nicht bauen, wir machen einfach eine Aufschüttung hin. Leider sieht jetzt die ganze wieder so aus an der Seite, aber da können wir nichts gegen machen. Das ist vom Spiel so, ist doof, weil es immer so viel Terraforming verlangt. Aber lässt sich dann in dem Fall nicht ändern. So, also mal kurz wieder terraformen das Ganze hier, den ganzen Spaß. Ein bisschen rein terraformen, damit das hier halbwegs zusammen aussieht. Hier ein bisschen terraformen, damit das auch so ein bisschen so... nicht ganz so einseitig aufgeschüttet aussieht, sondern so ein bisschen sich anpasst. Also einseitig so abgeschnitten hier. Selbiges versuchen wir hier unten. Wobei ich kann auch eigentlich, kann ich auch nochmal wieder versuchen, das ein bisschen hier mit der Erhöhung zu machen. Um mal quasi die, Aufschüttung hier ein bisschen zu erweitern. Vor allem das Geld haben wir ja, das ist das Schöne. An dem ganzen Bauen hier. So, jetzt müssen wir das nur noch auf die gleiche Höhe bringen. Das ist ein bisschen mit der Naht, das ist aber in Ordnung. Wenn wir hier die Naht noch sozusagen so ein kleines bisschen sehen, da das schert mich nicht weiter. Ich glaube, das passt auch schon vom Aussehen her. Das müssen wir hier noch lang und dann müssen wir gleich noch was größere Terraform Tool nehmen, damit ich den Rest hier vernünftig besser anpassen kann. Und damit es auch ein bisschen schneller geht. So. Das Ganze hier sieht das sogar noch abgeflacht aus. Dass er tatsächlich hier halbwegs natürlich ist. Das ist das, was ich gesucht habe. So, damit haben wir jetzt diesen Teil. Einfach weil Pößneck doch anscheinend keine so kleine Ortschaft sein wird. Wird das mit dem Bahnhof hier vielleicht auch ein bisschen zu wenig? Okay, da haben wir was im Weg. Gleich nicht mehr. Also das drei alles mal kurz weg.
Ich könnte hier tatsächlich auch einen größeren Banner finden, nur ich weiß noch nicht, was ich hier was hier noch hin soll. Deswegen bleibt es erstmal bei dem kleineren Bahnhof, den wir jetzt haben. So, Kollisionsmaterialleistung. Dann, falls sich jemand fragt, das mit den Einkerbungen, Buchtungen, sieht hier auch gar nicht so schön aus. Keine Sorge, ich kenne das tatsächlich sogar in meiner Nähe, also in der Ortschaft in meiner Nähe. Bei der ist das genauso. Die haben da auch so eine Einbuchtung und von daher ist in Ordnung. Ja? Macht euch keine Gedanken, ist in Ordnung, gibt's wirklich. Ja? Ist nicht nur spieltypisch, gibt's wirklich. So, wo habe ich jetzt das Gleis? Da. Eigentlich nur geradeaus rüber. Und dann müssten wir. Nehmen wir die. Ich hoffe, das passt hier neben. Perfekt. Das dürfte auch nicht so dramatisch hier eingeschnitten sein. Nee, ist es nicht. Und dann. Hier ran. Viel aufgeschüttet wird hier auch nicht an der Stelle. Umso besser. Umso weniger müssen wir jetzt noch terraformen. So, das ist in Ordnung. Hier an dem Tunnel müssen wir nochmal kurz Hand anlegen. An der Seite hier. Hier vermutlich auch nochmal kurz. Und hier auch. Ich bin gespannt, ob sie hier nur früher oder später Ortschaft hinbauen werden. Vermutlich ja. Ganz genau können wir es auch nicht sagen. So, da muss natürlich noch einmal kurz an diesem Tunnel hier gearbeitet werden. Und das hier muss noch weg. Und dann mache ich Signale und Züge auf Kamera. Ich bedanke mich recht herzlich für. Also, ich setze Züge auf Kamera aufs Gleis. Vielleicht haben wir uns dann noch was Neues freigeschaltet. Und bis dahin. Fein seid, das wenn es raus. Haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal.